Schröder trifft. Warum machen Sie, was Sie machen? Stefan Schröder, VRM-Chefredakteur, trifft in diesem Interview-Podcast spannende Gesprächspartner, die einen besonderen Lebenslauf, etwas Besonderes geschafft oder geschaffen haben. Herzlich willkommen beim Podcast Nummer 87 mit Rafaul, eigentlich so geheißen, aber in Deutschland Rafael Dutkiewicz, Dr. Rafaul Dutkiewicz, Jahrgang 1959, verheiratet, zwei Kinder. Hallo nach Breslau. Ja, schönen guten Tag, schönen guten Morgen, seien Sie begrüßt. Guten Morgen. Ja, als Beruf haben wir uns darauf geeinigt, zu sagen Unternehmer. Aber bekannter geworden sind Sie als Stadtpräsident der Stadt Breslau in Polen. Bei uns würde man sagen Oberbürgermeister. Und darüber ist vor kurzem ein Buch erschienen, das mit dem Titel überschrieben ist, Der Zauberer von Breslau. Bevor wir zu dem kommen und zu dem, was Sie später gemacht haben, müssen wir uns erstmal Breslau nähern. Was ist vor allen Dingen die korrekte Aussprache des polnischen Namens von Breslau? Helfen Sie mir. Ja, also wir sagen auf Polnisch Wrocław. Die Stadt heißt auf Polnisch Wrocław. Auf Deutsch heißt sie Breslau. Auf Tschechisch heißt sie Bratislava. Mhm. Es gibt 70 Fassungen von dem Namen von der Stadt Breslau. Eine tolle Stadt in dem westlichen Teil von Polen, die eine wichtige Rolle in der Geschichte der deutschen Kultur und der Kultur von Europa gespielt hat. Ja, und der Umstand, dass diese Stadt 70 verschiedene Namen oder Ausspracheweisen hat, zeigt ja schon, welche Bedeutung sie in wie vielen Kulturen gehabt hat. Der sagenhafte Wiederaufstieg der Stadt in den vergangenen zwei Jahrzehnten hat viel mit Ihnen zu tun, eine der erfolgreichsten Regionen in der Europäischen Union. Und nicht ganz ohne Grund telefonieren wir von Wiesbaden aus mit Ihnen, denn es ist auch Partnerstadt von Wiesbaden. Was ist denn? Das stimmt und das freut mich, ja. Ja, was ist das Besondere an Breslau, wenn man jetzt mal auf die Bevölkerung schaut, Herr Dutkiewicz? Ja, die Geschichte, das ist eine traurige Geschichte, aber wir haben daraus, ich hoffe, was Gutes im europäischen Sinne gemacht. Die Bevölkerung von Breslau wurde im Jahre 1945 hundertprozentig ausgetauscht. Es war vor dem Krieg eine deutsche Stadt. Es gab eine kleine polnische Minderheit in der Stadt, aber die war wirklich ziemlich klein. Also, und nach dem Krieg, die Deutschen wurden am Ende des Krieges, nach dem Krieg, die Deutschen wurden vertrieben und die teilweise vertriebenen Polen, die sind hierher gekommen. Also, ich glaube, das ist eine einzige Stadt, Großstadt der Welt, wo die Bevölkerung wirklich hundertprozentig ausgetauscht wurde. Das heißt, es gab eine doppelte Vertreibung, denn die Menschen, die neu nach Breslau kamen, waren ja auch aus ihrer Heimat in Ostpolen vertrieben worden, weil sich die Grenze um circa, helfen Sie mir, 150 Kilometer nach Westen verschoben hat. Ja, Polen wurde nach dem Zweiten Weltkrieg so ungefähr 170 Kilometer von Osten nach Westen verschoben und Breslau wurde zu einer polnischen Stadt geworden. Leider mit der Vertreibung. Zusätzlich muss man sagen, in der ersten zwei, also zwischen Februar und Mai 1945, deswegen, dass es zum Festung Breslau war, da sind 170.000 Menschen ums Leben gekommen, am Ende des Krieges hier. Also 170.000, das ist so viel wie in Hiroshima und Nagasaki. Ja, und das haben wir dem Umstand zu verdanken, dass Breslau zur Festung erklärt worden ist und ein verrückter, fanatischer NSDAP-Führer bis zum Schluss noch, ich glaube bis zum 6. Mai dafür gesorgt hat, dass diese Stadt in Anführungsstrichen gekämpft hat, mit dem Ergebnis, dass fast 70% der Stadt kaputt waren. Stimmt, also Breslau hat später als Berlin kapituliert. Und in den letzten drei, zwei Wochen des Zweiten Weltkrieges hat man die Stadt fast in 76% zerstört. Aber Karl Hanke, der Oberverbrecher, war da schon ausgeflogen. Der hatte sich schon verdrückt, ne? Ja, schon. Das stimmt. Wann kamen Sie denn als Nicht-Breslauer mit dieser Stadt in Berührung? Also ich bin
ich bin in einem kleinen Städtchen, so 100 Kilometer entfernt von Breslau geboren. Und meine Geschichte mit, meine richtige Geschichte mit Breslau begann in der zweiten Hälfte von 70er Jahren. Ich habe angefangen, hier zu studieren, und zwar Mathematik zu studieren. Früher konnte ich Breslau, das war für uns, ich bin in Großpolen, in der Region Großpolen geboren, aber die Metropole für uns wegen der nicht langen Entfernung war schon Breslau. Also einkaufen mit meinen Eltern bin ich als ein Kind nach Breslau gefahren, ziemlich oft. Deswegen habe ich immer noch im Augen die Ruinen von der Stadt, die ich immer noch in 60er Jahren hier klaffende Lücken gesehen habe. Aber so, um zu wohnen, da bin ich im Jahre 77 nach Breslau gekommen und seit der Zeit mit drei kurzen Ausnahmen wohne ich hier. Eine der Ausnahmen, da war ich von der Miliz verfolgt während des Ausnahmezustandes. Da musste ich aus Breslau fliehen für fast 2 Jahre. Und die zwei weitere Ausnahmen, die sind schon sehr nett. Also ein Jahr habe ich in Schwarzwald in Freiburg verbracht. Und ein Jahr haben wir in Berlin gewohnt. Damit ist auch ein wenig erklärt, warum Sie so hervorragend Deutsch sprechen. Denn es gibt auch Menschen, die seit 3 Jahrzehnten in Deutschland leben und es immer noch nicht gut beherrschen. Aber ich weiß auch nicht, wie ich Polnisch sprechen würde, wenn ich seit 30 Jahren dort leben würde. Deshalb will ich mich da nicht drüber erheben. Aber Sie haben es angedeutet, Sie haben in Breslau nicht nur studiert. Heute würde man in der modernen Medizinersprache sagen, Sie sind dort auch infiziert worden von einem Virus. Sie waren Mitglied von Solidarność. Wie kam das? Na ja gut, also schon in den 70er Jahren, da wegen meiner Freundschaften war ich ziemlich aktiv mit der demokratischen Opposition. Das war der Anfang der Sache. Ja. Und dann, als Ausnahmezustand eingeführt wurde, da war ich mit den Aktivisten, die sozusagen in Konspiration gearbeitet haben. Ich hab die allererste illegale Untergrund Druckerei gegründet. Das war am 13. Dezember, also sofort nach der Einführung des Ausnahmezustandes. Dann aber in einem Jahr, meine Freunde, die wurden verhaftet. Ja. Ich war damals zufälligerweise, als die verhaftet wurden, nicht in Breslau, sondern in Lublin, weil ich etwas in Lublin zu erledigen hatte, und deswegen wurde ich nicht verhaftet. Man hat aber einen Brief gemacht, dass die Miliz mich suchte, und deswegen musste ich aus Breslau fliehen. Aber deswegen, glücklicherweise, habe ich meine Doktorarbeit geschrieben. Im Exil, ja. Ja, ja. Das hat sich zugetragen, war das 1980? Also, die Solidarność ist im Jahre 80 entstanden, aber der Ausnahmezustand wurde im Jahre 81 eingeführt, und im Jahre 82 musste ich aus Breslau fliehen. Ich habe einmal gelesen, dass Solidarność nach Danzig in Breslau den stärksten Rückhalt hatte. Woran liegt das Ihrer Meinung nach? Also frecherweise würde ich sagen, vor Danzig. In der Dekade zwischen den Jahren 80 und 90, ich würde sagen, Breslau war die stärkste Burg von Solidarność. Ja. Übrigens, Fritz Stern, der berühmte amerikanische Historiker, der in Breslau geboren wurde, der schrieb in seinem wunderschönen Buch Fünf Deutschland und ein Leben, da gibt es ein tolles Zitat. Er schreibt da, in 80er Jahren habe ich von gewisser Entfernung meine Stadt beobachtet, die eine neue, noble Bedeutung bekam. Es wurde zur Festung von Solidarność. Jede polnische Bewegung, die zur Selbstbefreiung von Osteuropa führte und zur Wiedervereinigung von Deutschland. Deswegen wollte ich dem Fritz ein Denkmal in Breslau und in Berlin widmen, was es mir nur teilweise gelungen ist. Ja, ein wunderbarer Mann, der es hier auf den Punkt gebracht hat. Und auf der anderen Seite
Wir Westdeutsche, wir Westeuropäer, wir reden da immer so etwas locker drüber. Sie haben damals Ihren Beruf, Ihre Karriere, ja, vielleicht sogar Ihr persönliches Wohlergehen aufs Spiel gesetzt. Was war Ihnen das wert? Naja, also wir haben damals um die Freiheit und Würdigkeit gekämpft. Das ist das Wichtige. Und wir wussten nicht, ob es uns gelingt, wirklich die Freiheit zu schaffen. Ja. Es ist gelungen, nach fast 10 Jahren. Das dauerte ziemlich lange. Aber ich würde sagen, das, was ist dann danach passiert, dass wir als ein freies Land geworden sind, dass wir Mitglied von NATO und letztendlich, dass wir am 1. Mai 2004 Mitglied von der Europäischen Union geworden sind, da bin ich unglaublich glücklich. Europa ist was so Tolles und dass wir Mitglied von der Europäischen Union sein können, das ist wirklich toll. Ja, und man kann es nicht oft genug sagen, weil die nachwachsenden Generationen, die fahren einfach über die Grenze und merken das nicht. Das ist für sie so selbstverständlich. Oder wie haben Sie das gesehen? Also mir war es bis zu den Jahren 90 einfach verboten, Ausland zu gehen. Ich hatte keinen Pass. Deswegen, das hat für mich, für uns, für meine Frau und für mich eine riesige Bedeutung, dass es jetzt Europa offen steht. Aber auch das, dass wir mit der Mitgliedschaft in der Europäischen Union nicht nur eine finanzielle Unterstützung bekommen haben. Das Finanzielle ist schon wichtig, aber viel wichtiger ist, dass wir jetzt in einer größeren Familie leben und dass wir eine breitere Perspektive bekommen haben. Dass wir für eine viel bessere und größere Projekte fähig und bereit sind. Mhm. Was auffällt ist, ich hatte vorhin erzählt, ich war in Tschechien in den vergangenen Tagen. Dort spielt die Religion überhaupt keine Rolle mehr. Aber in Ihrem Buch, da lernt man, obwohl Sie jetzt sagen, Sie seien kein besonders religiöser Mensch, dass gerade auch in der Zeit des Ausnahmezustandes Sie eine sehr enge Beziehung zur Kirche hatten, dass Sie auf der berühmten Dominsel nicht gewesen sind, um den Nachtwächtern bei der Arbeit zuzusehen, sondern um da ganz hohe Funktionäre der Kirche zu treffen, den Kardinal, den Bischof. Warum war das so wichtig für Sie? Ja, also ich bin, erstmal, da muss man sagen, in der Zeit, in der Dekade der Solidarność und in der Zeit vorher, da hat die katholische Kirche in Polen eine sehr positive Rolle gespielt und die Solidarność-Bewegung wurde sehr stark von der katholischen Kirche unterstützt. Das wollte ich sagen, weil man weiß Bescheid, heutzutage befindet sich die katholische Kirche, nicht nur in Polen, aber in Polen auch in diesem Sinne, in eine gewisse Krise. Damals hat sie aber eine sehr positive Rolle gespielt. Und da ich selbst katholisch bin und da ich mit den Bischöfen befreundet war, da war ich in Kontakt mit der Gruppe. Und zusätzlich, hier gerade in Breslau, es ist so passiert, kurz vor der Einführung vom Ausnahmezustand, hat die Solidarność aus der Bank 80 Millionen polnische Zloty, das war eine riesige Summe, genommen. Und das Geld wurde dann auf dem Dominsel bei dem Kardinal von Breslau in seinem Haus gehalten. Ach ja, das Bargeld, ja? Mhm. Ja, das Bargeld, um es irgendwie sicher zu sein, dass die vom Stasi es nicht übernehmen. Und deswegen, als wir das etwas von dem Geld gebraucht haben, da habe ich den Bischof besucht und so weiter. Und das war lustigerweise, damals haben wir nicht über das Geld gesprochen, weil wir Angst haben, dass die vom Stasi uns zuhören können. Ja.
Deswegen haben wir über Apfel oder andere Sachen gesprochen. Ja, also da hatten Sie eine, Sie hatten eine Kirchenbank, die Sie genutzt haben. Aber Sie haben dort auch jemanden kennengelernt in der Zeit, eine Person, die heute noch an Ihrer Seite ist. Habe ich das richtig verstanden? Ja, so ist es. Ich habe meine Frau da kennengelernt. Und zwar, es ging darum, es gab ein Komitee, Bürgerkomitee von dem Bischof gegründet, die eine während des Aufnahmezustandes, die eine hat es geleitet. Es ging darum, die Familien von den verhafteten Personen zu unterstützen. Mhm. Und diese Organisation, die hat vom Westen, hauptsächlich von Deutschland, aber auch aus Frankreich, Unterstützung bekommen im Sinne von Medikamenten, Lebensmittel, aber auch ab und zu zufälligerweise Papier. Ah ja. Und ich war für die Druckereien in Breslau verantwortlich, für die illegale konspirative Druckereien. Und damals konnte man nicht so einfach ins Geschäft gehen und Papier um Papier zu kaufen. Mhm. Das war verboten. Deswegen, als ich gesehen habe, dass es eine Organisation gibt, die über Papier, Briefpapier, die Briefpapier hätte, dann wollte ich von der Anja, die das leitet, es bekommen. Deswegen habe ich sie kennengelernt. Dann, die Bekanntschaft wurde unterbrochen, mhm, weil ich nämlich, wie ich gesagt habe, aus Breslau fliehen musste. Aber in 2 Jahren war ich zurück und wir heirateten im Jahre 84 in dem Dom, auf dem Dominsel in Breslau. Wunderschön. Es hat sich gezeigt, dass um diese Kirche während der Heiligen Messe gab es 17 Autos vom Stall. Und man kann mal wieder sehen, wie wichtig Papier ist, sehen Sie? Ja, schon. Wir spulen ein wenig nach vorne. Sie hätten, wenn ich das richtig verstanden habe, schon einmal vorher Oberbürgermeister werden können. Das war so um das Jahr der Wende 1990 herum. Aber Sie sind einer Einladung nach Freiburg gefolgt, haben Sie gerade gesagt. Was hat da den Ausschlag gegeben? Was hat Sie so neugierig gemacht? Ja, also erstens, da muss man sagen, also im Jahre 90, als wir die allerersten demokratischen Wahlen in Polen gehabt haben, und zwar die Kommunalwahlen, da war ich zu der Zeit der Vorsitzende des Bürgerkomitees Solidarność in Breslau. Ja. Und wir haben die Wahlen damals deutlich gewonnen. Deswegen, jeder wollte, dass ich als der Vorsitzende von dem Bürgerkomitee zum Oberbürgermeister sein werde. Ich dachte aber, ja, okay, wir haben jetzt Freiheit, wir haben es gemacht. Deswegen bin ich auch frei und dieses Angebot, übrigens von der Katholischen Akademischen Ausländerdienst, das ich damals bekommen habe, war für mich unglaublich interessant. Also, mhm, die Welt gesehen zu haben, nach Westen zu gehen, die Sprache zu erlernen, das war von der Bedeutung. Und ich muss sagen, das war eine der besten Entscheidungen in meinem Leben, dass wir uns für Deutschland, für Freiburg entschieden haben. Wir haben ein Jahr in St. Peter, in der Nähe von, mhm, von Freiburg gelebt. Immer noch. Wenn ich wovon träume, dann träume ich entweder von meinem Heimatstädtchen oder aber von Schwarzwald. Sehr schön. Ja, bitte. Und Freiburg liegt nah zu der Grenze. Also die Grenze mit Frankreich oder aber mit der Schweiz. Deswegen die Ausflüge, die wir da gemacht haben und die Menschen, die wir damals kennengelernt haben, das war toll. Mhm. Und die Stadt Breslau hat sich aber auch dann schon entwickelt. Sie haben mal gesagt, es gab 2 Schübe, die aus der Stadt das gemacht haben, was sie heute ist. Nämlich einmal natürlich die Wende, also die Öffnung zum Westen hin und dann 2004 der Beitritt zur Europäischen Union. Können Sie mal schildern, was bis zu Ihrer Wahl zum Oberbürgermeister 2002 schon in der Stadt passiert ist, was da für eine positive Entwicklung stattgefunden hat? Also erstens im Jahre 90, da hat man
allererste Mal die Selbstverwaltung bekommen. Und das hat unglaublich gut funktioniert. Damals waren die Kommunen in Polen immer noch nicht reich genug, aber man hat angefangen, selbst zu regieren. Und das größte und das wichtigste Projekt in der Zeit, das war die Renovierung des Marktplatzes in Breslau. Als einen grauen Raum, es ist was Tolles, Farbiges entstanden, und zwar im Jahre 97. Ja. Das war wirklich was Schönes. Da muss man sich vorstellen, zu der sozialistischen Zeiten, da war Breslau wirklich eine graue Stadt. Mhm. Und auf dem Marktplatz gab es eine Tankstelle. Die Straßenbahnen fuhren durch den Marktplatz, und dann plötzlich hat man es renoviert, und es ist einer der schönsten Marktplätze in Mitteleuropa. Ich kann das also bestätigen. Ja, ist so. Danke Ihnen. Also das ist ein Symbol für etwas, das in den 90er Jahren in Polen angefangen hat. Was die Völkerverständigung sehr, sehr vereinfacht hat, war aber auch, Sie haben das ja auch beschrieben, dass die Menschen, die ja ursprünglich dadurch, dass sie selber vertrieben waren, in eine kaputte Stadt kamen, angefangen haben, sich mit dem Erbe zu beschäftigen, das vor ihrer Ankunft dort schon gewesen ist. Ich sage als Beispiel, dass da die deutsche Kultur irgendeine Rolle gespielt hat, aber auch, dass es Juden und Judenvertreibungen gab. Welche Rolle hat das in dieser Zeit gespielt für das Bewusstsein? Ja, generell gesehen, da muss man sagen, es ist zugelaufen. Nach der Dekade hat man nach dem Zweiten Weltkrieg eine neue Identität für die Stadt gebaut. Mhm. Letztendlich, aber es war immer noch unsicher, ob Breslau, wenn ich so sagen darf, an der polnischen Seite bleibt. Ja. Und erstens in den 80er Jahren, also genau in der Dekade von der Solidarność, als wir für die Freiheit gekämpft haben, da haben wir ein Gefühl bekommen, wir sind hier in Breslau souveränerweise. Mhm, und diese Souveränität hat mit sich auch eine Offenheit gebracht. Eine Offenheit gegenüber die komplexe und tausendjährige Geschichte von der Stadt Breslau. Und das führt dazu, dass heutzutage ein junger Breslauer wäre bereit zu sagen, ich bin stolz, dass wir 10 Nobelpreisträger in Breslau gehabt haben. Ja. Jetzt schon 11 mit der Olga Tokarczuk. Aber diese 10, über die ein junger Breslauer sagen würde, das sind unsere Nobelpreisträger, das ist interessant, weil das ist ein Teil der deutschen Kultur, nicht der polnischen Kultur. Die waren aber die Nobelpreisträger, die waren aber Breslauer. Deswegen, und man hat es irgendwie angenommen. Ja. Ich finde das toll. Das habe ich immer, Entschuldigung, sehr stark unterstützt. Und das ist mein Verständnis von der Stadt. Inzwischen, ich glaube, Sie haben eine Zahl genannt, inzwischen lernen in Polen insgesamt schon wieder 2 Millionen Menschen Deutsch. Ist das richtig? Also Breslau wurde schon zu einer internationalen Stadt. Und zwar am Ende von meiner Periode. Da muss man dazu sagen, Breslau ist eine Stadt, die hätte mehr als 700.000 Einwohner. Ja. Zwar nur 650 registriert, aber es wohnen in der Stadt fast 800.000 Menschen. Die Wallonstadt die Agglomeration hätte 900.000 Einwohner. Und am Ende von meiner Periode in der Wallonstadt hatten wir schon 200.000 Ausländer, die Hälfte aus der Ukraine, aber die andere Hälfte, die kamen aus 120 Ländern der Welt. Toll. Und insgesamt
wohnen in Polen jetzt fast 2 Millionen Menschen aus der Ukraine. Und hier muss man zwei Sachen sagen. Erstens, Polen ist schon ziemlich xenophobisch, unglücklicherweise. Zweitens, wegen der rasanten wirtschaftlichen Entwicklung, wir brauchen Arbeitskräfte. Mhm. Und eine Hilfe für uns sind die Menschen, die aus der Ukraine nach Polen kommen. Mhm. Glücklicherweise. Da sind wir unglaublich dankbar. Und ich hoffe, dass die Ukrainer, die nach Polen kommen, die anderen Ausländer, die wegen der Arbeit und wegen der wirtschaftlichen Entwicklung nach Polen, wie gesagt, nach Breslau kommen, ich hoffe, dass sie uns helfen können, diese Kurve zu kriegen, um Verständnis zu schaffen, dass das internationale unglaubliche Bedeutung heutzutage in der Welt hat. Ja, darauf kommen wir gleich auch noch. Jetzt müssen wir erstmal klären, Sie waren ein erfolgreicher Unternehmer. Sie waren eine Art Personalberater, Headhunter, würde man auf Neudeutsch sagen. Ja. Warum sind Sie dann trotzdem nochmal in die Politik zurückgekehrt 2002? Da gab es zwei Gründe dafür. Das erste ist, meine Mutter ist im Jahre 2000 gestorben und ich dachte, ich muss was machen, damit sie auf mich stolz wäre. Was Wichtiges muss ich machen. Zusätzlich im Jahre 2002 hat man in Polen Direktwahlen für die Oberbürgermeister eingeführt. Und ich dachte, ja okay, direkt von der Bevölkerung gewählt zu werden, ist schon ein bisschen sexy. Ja, das ist bestimmt so. Und es ist ja auch gelungen. Es ist gelungen und zwar zum viermal. 16 Jahre. So, jetzt habe ich ja auch einen Mathematiker vor mir. Sie wissen, Journalisten können nicht rechnen, deshalb bin ich froh, dass Sie das können. Sie haben halt ausgerechnet, dass 16 Jahre 160 Monate sind. Und als Sie mal gefragt worden sind am Ende Ihrer Amtszeit 2018, wie man denn eine Bilanz ziehen könnte, haben Sie auf vielerlei Weise diese 160er-Bilanz gezogen. Können Sie uns das mal übersetzen? Wir fangen mal mit der Wirtschaft an. Jawohl. Also erstens, 16 Jahre, das ist ein bisschen mehr als 160 Monaten, aber wenn man die Ferien abnimmt, sehr gut. Dann bleiben 160 Monaten. Und also ich wollte meinen Freunden und der Breslauer zeigen, dass als ich hier 160 Monaten regiert habe, da haben mehr als 160 Firmen hier in Breslau investiert. Insgesamt haben wir mehr als 200 neue Investoren bekommen. Also 160 habe ich bei Namen genannt. Das führte dazu, dass in der Ballonstadt hat man 400.000 neue Arbeitsplätze generiert. Eine unfassbare Zahl. Das sind vier Großstädte. Ja, stimmt. Dadurch ist Breslau in dem Bereich, was die Arbeitsplätze, was die Geschwindigkeit von dem Schaffen von neuen Arbeitsplätzen anbelangt, war Breslau die Nummer 1 in Europa. Ja. Ja, da kommen so Firmen. LG, wie viel? Allein 7.000 Arbeitsplätze bringt LG mit, also ein TV-Bildschirmhersteller, Haushaltwaren etc. Oder IBM, habe ich gelesen, mit 3.000 Menschen. Da haben Sie viel Arbeit leisten müssen, bis die kamen? Ja, also es ist, und zusätzlich, es kamen auch, weil ich habe mich ständig darum gekümmert, dass wir eine gesunde Mischung hier in Breslau haben. Das heißt doch 70% von der Dienstleistungen oder 75%, aber auch Produktion. Ja. 25%, 30% von der Produktion. Deswegen war LG, Volvo und andere Produzenten waren mir sehr wichtig. Aber es ist so gelaufen, im Jahre 2002, als ich zum Oberbürgermeister geworden bin, das war erstens, ich wusste Bescheid, dass es kommt bald die Zeit, dass wir Mitglied der Europäischen Union sein werden.
Und damit war eine Investitionswelle verbunden. Ich dachte mir, dass die Investoren dann nach Polen kommen werden. Und zusätzlich, das war die eine einzige Erfahrung, die ich gehabt habe. Ich hatte keine Erfahrung in der Verwaltung. Ich war vorher, wie gesagt, Headhunter, Personalberater. Deswegen in der ersten Periode nach der EU-Erweiterung von allen Investitionen, die nach Polen gekommen sind, 60% haben wir zu Breslau geholt. Da haben Sie aber viele Freunde in den anderen Städten gehabt. Ja, gut, als Sie das bemerkt haben, dann war es schon zu spät. Zu spät. Und ja, okay, das ist nicht der einzige Grund. Es gibt mehrere Gründe. Breslau ist eine Universitätsstadt, liegt ziemlich im Westen. Damals gab es schon, ja okay, also im schlechten Zustand, aber es gab die alte Autobahn, die uns mit Westen verbunden hat und so weiter. Also es gab mehrere Gründe, aber ich hatte wirklich damals eine Sondergruppe gehabt, eine Projektgruppe, die sich um die Investition kümmerte, und zwar mit Erfolg. Und also, Sie haben... solche Investoren, die kommen ja nicht, weil der Oberbürgermeister so viel Charme hat. Die brauchen Infrastruktur. Und Sie haben das gerade erwähnt, Sie haben ja auch da unglaublich investiert. Das kann ja nicht nur die Stadt gewesen sein. Sie müssen ja auch viel Unterstützung von der Regierung bekommen haben und auch von der EU. Ich habe gelesen, der Flughafen wird ausgebaut, der Autobahnring wird instand gesetzt oder überhaupt erst richtig umgesetzt. Und sehr, sehr viele Brücken sind auch gebaut worden. Wie haben Sie das alles geschafft? Ich meine, wir reden ja jetzt über Verwaltungsakte und Administration ist überall in der Welt etwas kompliziert. Wie haben Sie das trotzdem geschafft, das so smart durchzusetzen? Also in der Präsentation, wo ich diese 160 Investoren gezeigt habe, da habe ich gleichzeitig auch 160 große infrastrukturelle Investitionen von der Stadt gezeigt. Und es stimmt, zu der Zeit haben wir zum Beispiel 60 industrielle Ingenieurprojekte durchgeführt, also wie neue Brücken und so weiter. Okay, erstens, die Infrastruktur von Stadt Breslau war immer noch in ziemlich schlechtem Zustand. Das war die, zum Beispiel das Kommunikationssystem, das Straßennetz, das mussten wir entwickeln und reparieren. Zweitens, wegen der EU-Erweiterung. Erstens, es waren irgendwelche finanzielle Zuschüsse möglich. Zweitens, wir haben uns aber auch wirtschaftlich entwickelt. Das Haushalt von Breslau wurde am Ende von meiner Periode viermal größer als am Anfang. Ja. Das heißt, wir hatten Geld, um es zu machen. Und ich bin ein bisschen ungeduldig. Und deswegen wollte ich alles auf einmal haben. Aber es ist uns ziemlich viel gelungen. Ich glaube, ich habe 20 neue Schulen, Kindergarten und Schulen in Breslau gebaut und so weiter. Das sind, alles auf einmal also ist ein gutes Stichwort, denn bekannt geworden ist Breslau ja gar nicht mal durch diese explosive Wirtschaftsentwicklung, sondern Sie haben es geschafft, dass Breslau für die Kultur weltbekannt geworden ist. Im Jahr 2016 Kulturhauptstadt Europas. Ich habe gelesen, 140.000 Studenten, also auch auf dem Bildungsgebiet weltweit sicherlich eine ganz bestimmte Marke. Wie ist Ihnen das gelungen, neben der Wirtschaft so etwas hinzubekommen? Die Kultur an sich ist menschlich von der Bedeutung. Das macht, dass wir uns als Menschen entwickeln. Aber zusätzlich, das ist ein super Antrieb für die Wirtschaft, vor allem wenn man eine innovative Wirtschaft oder aber auch eine innovative Gesellschaft schaffen möchte, dann muss man in die Kultur investieren. Die Korrelation zwischen Innovationen und
Investitionen in die Kultur, das ist mehrmals bestätigt. Ja. Deswegen wollte ich aus Breslau eine Kulturmetropole machen. Es ist uns gelungen, im Jahre 2016 die Kulturhauptstadt von Europa zu sein. Und damals haben wir, oh mein Gott, in dem Jahre haben wir 4000 Projekte durchgeführt. Und einige von den Projekten, das sind mehrere Ereignisse. Also das war ein unglaublich aktives Jahr. Und zusätzlich die sogenannte Infrastruktur für die Kultur wurde ausgebaut. Ja. Wir haben ein neues Konzerthaus. Ich finde wirklich toll. Ja, mit der Akustik, haben, ne? Mhm. Also höchstwahrscheinlich mit der besten Akustik europaweit. Wir haben 5 neue Museen eröffnet. Wir haben 5 oder 7 neue Kulturzentren eröffnet in dem Jahr 2016 und so weiter und so weiter. Aber was es wirklich wichtig war, erstens, es haben sich die Angewöhnlichkeiten von Breslau. Okay, ich erzähle es anders. Ja. Wir hatten auch vorher eine Philharmonie, ein Konzerthaus in Breslau gehabt mit 450 Sitzplätzen. Und es war nicht immer voll. Als wir das neue Konzerthaus gebaut haben, da haben wir drin 4 Konzertsäle. Das größte ist für 1800 Zuschauer oder Zuhörer in diesem Falle. Und wir spielen mehr Konzerte als vorher und es ist immer voll. Also das ist toll, ja. Das was sich verändert hat. Und wie gesagt, die Menschen, die ins Konzert gehen oder ins Theater gehen, die sind danach erstens zufriedener, zweitens, die sind kreativer danach. Und eine kreative Gesellschaft war mir von der Bedeutung. Um eine innovative Gesellschaft zu schaffen, braucht man eine Mischung. Kultur ist von der Bedeutung, die Ausbildung ist von der Bedeutung, aber auch das Internationale ist von der Bedeutung, um einen Gedankenaustausch zu schaffen. Deswegen wollte ich, dass wir auch eine internationale Stadt sein werden. Und deswegen die Dimension im Jahre 2016 von der Kulturhauptstadt Europa, das war eine deutlich europäische Dimension. Das wollten wir irgendwie zeigen und betonen. Uns Deutschen ist natürlich die deutsch-polnische Dimension aufgefallen, der Kulturzug zwischen Berlin und Breslau. Das ist ja auch eine Aktion gewesen, die Sie gerade indirekt erwähnt haben, weil es eben so viele Einzelereignisse noch beinhaltet hat. Und es gibt ja auch die schöne Verbindung, dass Sie zum einen geschafft haben, dass die Jahrhunderthalle, also von einem deutschen Architekten, noch vor dem Ersten Weltkrieg, glaube ich, erbaute Jahrhunderthalle Weltkulturerbe ist, aber auch das geistige Weltkulturerbe ist wiederum das erste, glaube ich, auf Polnisch geschriebene Buch, das Heinrichauer-Buch, das auch praktisch mit Breslau immer in Verbindung gebracht wird. Auch da ist Ihnen dieses Kunststück gelungen, das Deutsch-Polnische zu einem zu verbinden. Stimmt. Also erstens zu dem Kulturzug. Da lustigerweise kann ich sowas sagen. Der Kurt Tucholsky hat vor dem Krieg geschrieben, jeder anständige Berliner kommt aus Breslau. Und heutzutage sage ich, jeder anständige Berliner kommt nach Breslau. Ja, sehr gut. Um die Stadt. Und was das Buch von Henrichau anbelangt, also es gibt 2 Listen von UNESCO. Die erste Liste, das sind die Denkmäler oder Architekturdenkmäler und die Jahrhundertskala befindet sich auf der Liste, wurde in der Zwischenzeit auch sehr schön renoviert. Es gibt aber auch eine andere Liste, das sind die wichtigsten Dokumente in der Geschichte von der Welt, Memory of the World. Und auf der Liste befindet sich das Buch. Wir haben es da im Jahre 2015 oder 2016 eingeschrieben. Und mir war wichtig, dass in diesem Buch irgendwie Schlesien geschildert wurde, in dem Sinne, das ist ein Tagesbuch von einem deutschen Mönch im 13. Jahrhundert geschrieben. Ein deutscher Mönch schreibt auf Latein und der zitiert
ein Gespräch zwischen einer Ehepaar. Der Ehemann ist ein Tscheche und die Ehefrau ist eine Polin. Ach ja. Und der Tscheche sagt etwas auf Polnisch. Mhm. Und das ist genau Schlesien. Ein deutscher Mönch schreibt auf Latein und der zitiert einen Tschechen, der Polnisch spricht. Das ist EU. Ja, ganz, also eine solche Mischung finde ich toll. Und zusätzlich dieser Satz, ins Deutsche übersetzt, ist was wirklich Schönes, der sagt, erhole dich, ich arbeite für dich. Sehr schön, ja. Also ich war ja beeindruckt, als ich jetzt mit der Zeit erfahren habe, wie viele berühmte Menschen, ich sage mal deutscher Zunge, aus Breslau kamen oder kommen. Edith Stein, Fritz Stern haben Sie schon erwähnt. Ferdinand Lassalle, einer der Mitbegründer der Sozialdemokratie. Ja. Kurt Masur, weiß ich nicht genau, hat eine Beziehung zu Breslau, ob er auch dort geboren ist, weiß ich nicht, müssen Sie mir helfen. Dietrich Bonhoeffer. Ja, bitte, Dietrich, machen Sie weiter, dann sage ich, was zum Kurt. Dietrich Bonhoeffer und der Entwickler des IQ-Tests, Wilhelm Louis Stern. Und nachdem ich Ihr Interview gelesen habe, völlig verblüfft, die Mutter von Frank-Walter Steinmeier. Ja, deswegen der Frank Steinmeier hat einige Zeit hier, der hat mich hier besucht. Ich habe ihn danach auch in Berlin besucht. Ihm ist Breslau schon von der Bedeutung. Aber zu Kurt Masur, mit dem ich sehr befreundet war, der ist nicht in Breslau, aber in der Nähe von Breslau, in Brieg, geboren. Mh. Und die Geschichte ist eine folgende Geschichte. Der kleine Kurt, der war, ich weiß es nicht mehr, aber 5 oder 6 Jahre alt, und der ist zu der Kirche, zur Heilige Elisabeth Kirche in der Nähe von dem Marktplatz in Breslau. Ja. Ich war auf dem Turm. Ja, der ist mit seiner Mutter dahin gegangen und allererste Mal in seinem Leben hat er Orgelmusik gehört. Mm. Und das hat mir selbst der Kurt erzählt. Deswegen hat er gedacht, ich muss Musiker werden. Mm-hmm. Und deswegen ist er ein berühmter Dirigent geworden. Diese Orgel wurden die Kirche hat im Jahre 76 oder 78, da gab es, wie heißt es auf Deutsch, wie heißt es, gebrannt? Gebrannt? Gebrannt. Ja, gebrannt. Mhm. Gebrannt, die gebrannt und die Orgel wurden zerstört. Und der Kurt hat mich gebeten, dass wir die Orgel wieder bauen. Mhm. Und das war die letzte Entscheidung, als ich immer noch im Rathaus da. Ich habe unterschrieben, dass wir anfangen, die Orgel zu renovieren oder neu zu bauen. Und ich glaube, am Ende von diesem Jahr, am Ende von 2021, wir werden wieder die wunderschöne Musik von der Orgel in der Kirche hören. Dank Kurt Masur. Es gibt eine Fülle solcher Geschichten. Es gibt auch die Geschichte vom Denkmal für Kardinal Kominek. Auch das haben Sie inspiriert. Was, für viele, die es vielleicht nicht mehr wissen, hat dieser Kardinal angestoßen? Wofür ist er verantwortlich? Also im Jahre 1965 haben die polnischen Bischöfe einen Brief an die deutschen Bischöfe geschickt. Das war eine Einladung nach Polen. Aber in dem Brief gibt es diesen wunderschönen Satz, und zwar 20 Jahre nach dem Krieg geschrieben: Wir vergeben und wir bitten um Vergebung. Ja. Und dieser Brief hat Kardinal Kominek geschrieben, er ist der Autor von dem Brief. Ich war immer von dem Satz sehr begeistert. Aber noch wichtiger ist, weil damit hat die deutsch-polnische Versöhnung angefangen, aber noch wichtiger ist, was der Kominek gesagt hat. Ein Jahr später hat man ihn gefragt, wieso haben Sie eigentlich den Brief an die deutschen Bischöfe geschickt? Wieso ist die deutsch-polnische Versöhnung so wichtig? Und der Kominek antwortete im Jahre 66, die Nationalismen sind von gestern. Europa ist unsere Zukunft. Wir müssen nach einer föderativen Lösung für alle Völker in Europa suchen, wo wir teilweise auf unsere Souveränität verzichten.
aber die Sprechweise muss, sagte der Kominek, im tiefsten Sinne europäisch sein. Und diese Meinung, dass wir Nationalismen von gestern sind und Europa unsere Zukunft ist, das ist etwas, was ich wirklich liebe. Und deswegen wollte ich dem Kardinal Kominek dieses Denkmal errichten. Und er hat den Brief auf Deutsch geschrieben? Der hat es auf Deutsch geschrieben. Der schrieb besser Deutsch als Polnisch, was wieder zeigt, wie das Ganze in Europa gemischt ist. Mhm. Der Kominek hat in Paris studiert. Der hat Vorlesungen von Maritain gehört. Und daraus kamen die Ideen. Und wie gesagt, dieser Brief auf Deutsch geschrieben von einem Polen, wurde im Raum entstanden, also wieder eine europäische tolle Mischung. Sehr, sehr schöne Geschichte. Und wir haben noch einen anderen prominenten Deutschen, der in Breslau geboren ist. Und der ist verantwortlich dafür, dass Wiesbaden Partnerstadt von Breslau geworden ist. Achim Exner, unser Ex-Oberbürgermeister. Haben Sie ihn kennengelernt? Ich habe ihn ganz kurz kennengelernt, weil das war diese Zusammenarbeit hat angefangen, nicht in meine Periode, aber er ist mir sehr wichtig. Und mit Wiesbaden ist eine andere, also sehr nette deutsch-polnische Geschichte verbunden. Und zwar in Breslau vor dem Kriege hat ein berühmter Chirurge gearbeitet, Mikulicz Radecki. Das war einer der besten Chirurgen in Europa damals. Also wirklich sehr modern, auf dem höchsten Niveau. Und diese Arzt hat von dem Oberbürgermeister von Breslau im Jahre 1903 als Geschenk, ein Geschenk bekommen, und zwar eine Grafik mit dem Rathaus von Breslau. 100 Jahre später war ich zu Besuch in Wiesbaden, im Jahre 2013. Und die Presse hat berichtet, dass der Oberbürgermeister von Breslau nach Wiesbaden gekommen ist. Ich kehrte zurück, und als ich schon wieder in Breslau war, da habe ich ein Telefonat bekommen. Da hat sich bei mir die Enkelin von Mikulicz Radecki gemeldet, die heutzutage in Wiesbaden wohnt. Ach ja. Sie hat gefragt, ob sie mich besuchen könnte. Eine Woche oder zwei Wochen später ist sie nach Breslau gekommen mit dieser Grafik, mit dem Bild, das ihr Großvater von dem Oberbürgermeister bekommen hat. Und sie sagte, dieses Bild ginge von Breslau aus in die Schweiz, dann wahrscheinlich nach Australien, dann kehrte das Bild nach Deutschland zurück. Und sie dachte, es muss jetzt wieder nach Breslau kommen. Und ich habe dieses Bild, diese Grafik, von ihr als Geschenk sozusagen zurückbekommen. Tolle Geschichte. Also, ja, und dieses Bild hängt jetzt in dem Saal, wo der Mikulicz Radecki operiert hat. Na, auch das noch, zur Inspiration der Nachfolger. Jawohl. Wir haben ein Spiel, das ich mit jedem spiele, der bei uns ein Interview gibt. Das heißt auf ein Wort. Ich stelle Ihnen 6 Fragen. Und meine Bitte ist, auf diese Fragen besonders kurz zu antworten. Sind Sie bereit? Ja, ich versuche es. Vor was haben Sie am meisten Angst? Von meiner Frau. Was ist Ihnen eine Sünde wert? Das Nachdenken. Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei Ihnen? Ich bin dann rot. Welcher Mensch ist Ihr Vorbild? Vielleicht ein bisschen mein Vater. Mhm. Was hätten Sie beruflich auch machen wollen, eine Alternative zu dem, was Sie gemacht haben? Beruflich vielleicht nicht, aber ich wollte immer Skifahren, und das ist mir nicht gelungen. Ihr größter Wunsch fürs Alter, da könnte ja jetzt das Skifahren kommen. Ne, reisen, also ja. dass die Welt offen bleibt und dass wir reisen können. Vielen Dank. Die letzte Antwort könnte etwas zu tun haben mit der Frage, die ich jetzt habe. Sie sind als Oberbürgermeister vielfach ausgezeichnet worden, haben viele Preise bekommen, eigentlich viel Bestätigung für das Amt und sind ja eigentlich noch gar nicht so alt gewesen, als Sie 2018 den Posten aufgegeben haben. Was waren die Gründe dafür?
Also erstens, ich habe hier 16 Jahre lang regiert. Da dachte ich mir, das ist eine längere Zeit. Und Breslau sollte nach einer neuen Personpersönlichkeit vielleicht nach einem neuen Stil suchen, um neue Wege zu entwickeln. Zweitens, ich wollte mehr Zeit mit meiner Frau verbringen. Und drittens, ich war immer interessiert für die Zivilisationstendenzen, für die wichtigsten Tendenzen von der Zivilisation. Und ich wollte es irgendwie wieder von der Seite von dem Unternehmerischen zu sehen. Deswegen arbeite ich jetzt in dem Startup-Milieu in Breslau, und das finde ich wirklich, wirklich interessant. Aber Sie sind ja auch weiterhin politisch aktiv. Einer politischen Partei im engeren Sinne haben Sie ja nie angehört, aber Sie haben sehr viel Wert darauf gelegt, liberale Politik zu machen, und waren Mitbegründer eines Vereins, der auf Deutsch Neue Hoffnung heißt. Was ist dessen Zielrichtung? Ja, das ist ein Think Tank sozusagen, wo wir versuchen, die Politik intellektuelle Weise zu entwickeln und zu vertiefen. Man weiß Bescheid, dass die polnische Politik in einem tragischen Zustand sich heutzutage befindet. Und ich wollte in diesem Sinne drauf reagieren. Was die polnische Regierung in Polen und mit Polen macht, finde ich eine Schande. Und deswegen, das ist ein Art und eine Form von der Proteste dagegen, aber ich wollte es nicht emotionelle Weise, sondern eher intellektuelle Weise machen. Ist das, was die EU gerade mit Polen macht, also auch Rechtsverfahren einleiten, ist das aus Ihrer Sicht richtig und gerecht? Das ist richtig, ein bisschen verspätet, aber ich hoffe, dass es funktioniert. Wie kann man sich das erklären? Also natürlich ist Breslau eine Stadt sehr stark nach Westen ausgerichtet, deshalb auch Ihre Haltung eher nachvollziehbar. Aber spiegelt das, was die Regierung macht, wirklich die Meinung der Mehrheit der Bevölkerung noch wider? Das ist eine schwierige Frage. Polen ist gespaltet. Also weltweit gibt es diese Spannungen zwischen Großstädten und Landseite. Die ist aber in Polen noch tiefer. Bei uns immer noch die Urbanisierung, die gibt es in Polen, aber immer noch nur die Mehrheit der Bevölkerung wohnt nicht in den Großstädten. Und aber das Wichtige ist, der Führer von Peace, von Recht und Gerechtigkeit, der ist zwar nur 10 Jahre älter als ich bin, aber der lebt immer noch im 19. Jahrhundert mit seiner Mentalität. Und das ist das Problem. Immer noch 80% von Polen, es gab vor kurzem eine Untersuchung, die unterstützen die Europäische Union und die wollen in der Europäischen Union bleiben. Wir haben auch zusätzlich ein Problem, ich habe es erwähnt, ich bin, wie gesagt, selbst katholisch und jeden Sonntag bin ich in der Kirche. Wir haben aber ein Problem mit der katholischen Kirche. Und ich sage immer, katholisch heißt universal. Katholisch heißt nicht national. Und unsere Kirche hat diese Kurve nicht gekriegt. Das muss verändert werden. Ich hoffe, und da Polisch so stark katholisch ist, also frecherweise sage ich, wir sind zwar katholisch, wir sind ab und zu aber weniger christlich. Das ist so ein Problem. Also bräuchte man wieder einen Kardinal Kominek? Ja, so etwa. Aber die Polarisierung, die Sie schildern, müssen wir vielleicht nochmal erklären. Also Sie sagen, die Großstädte, die sind wie liberale Festungen bei Ihnen. Aber das Land ist sehr konservativ geprägt. Konservativ ist ja nichts Negatives, aber konservativ im Sinne von nationalistisch und rückständig? Ja, und zusätzlich die rasante Entwicklung
Also solche Phänomene kann man auch in der ehemaligen DDR beobachten. Ja, dass die rasante Entwicklung brachte mit sich eine gewisse Angst von Entheimatung oder ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch sagen kann. Entwurzelung, ja. Entwurzelung, ja. Und das spürt man auch in Polen. Wahrscheinlich braucht das eine gewisse Zeit. Was ich fürchte, das, was die PiS-Partei macht, ist eine, man bringt das Land wir haben eine schlechte Dynamik bekommen. Mhm. Und das ist etwas, was ich fürchte. Aber immer noch, das habe ich schon gesagt, immer noch 80% von der Bevölkerung, die unterstützen, dass wir Mitglied von der Europäischen Union sind. Glauben Sie, es gibt noch einen anderen Weg als die Zeit, die alle Wunden heilt, um diese Polarisierung abzuschwächen oder vielleicht mal zu beenden? Ja, man muss einfach dran arbeiten. Um die Demokratie muss man kämpfen. Im Jahre 2011, als der Fritz Stern Breslau besucht hat, der hat mir gesagt, im Jahre 2011, in ein paar Jahren wird sich Europa in eine Krise der Demokratie befinden. Und dann habe ich ihm gesagt, das ist unmöglich. Und der Fried sagte, warten Sie, zwei Jahre, das kommt leider. Wir dachten, dass wir die Demokratie für immer bekommen haben. Und jetzt sehen wir, das ist etwas, um was man wirklich ständig sich kümmern müsste. Für die Demokratie muss man ständig kämpfen. Letzte Frage, genau dazu. Sie haben mal gesagt, dass diese Initiative, die Sie gegründet haben, nicht unbedingt sich auf der Stadtebene abspielt, sondern eher auf nationaler oder europäischer Ebene. Könnte es sein, dass wir Sie irgendwann in einem nationalen oder europäischen Amt wieder treffen? Es gibt einen berühmten Intellektuellen aus den Staaten, der sagt, die Prognosen, insbesondere wenn die Zukunft das ist unglaublich schwierig. Aber okay. Es ist nichts ausgeschlossen. Ja, das ist ein schönes Ende dieses Gesprächs. Ich danke Ihnen vielmals, Dr. Rafał Dutkiewicz aus Breslau. Dankeschön. Ich bedanke mich bei Ihnen. Das war die heutige Ausgabe von Schröder trifft, unserem Interview-Podcast mit Stefan Schröder, VRM-Chefredakteur. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vrm-abo.de/podcast. Ein Angebot der VRM.